Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video hier. Es steht Großes an, ihr habt es schon gelesen, wir ziehen um. Ja, aber ich ziehe nicht mit meiner Wohnung um oder so, sondern die Pferde ziehen um. Auch nicht alle Pferde, aber wir haben einen neuen Stall gefunden, wo die Brit-Pferde einziehen werden. Und bevor die Pferde rübergehen, das dauert noch so circa 2 Wochen, müssen wir einiges vorbereiten. Wir müssen gleich noch ein paar Wiesen einzäunen. Und hier ist schon ein riesiges Paket angekommen mit Zaunmaterial. Das werden wir jetzt mal alles rüber verfrachten. Denn der neue Stall ist von unserem Hof hier 5 Minuten weg. Das ist natürlich super praktisch. Und da starten wir jetzt mal mit. Wir brauchen einen Trecker. Trecker? Trecker. Ich hole den LKW. Und hast du einen Cuttermesser zum Aufmachen oder so? Ja. Oder soll ich die aufreißen? Reiß einfach. So, wir müssen jetzt erstmal die ganzen Sachen auf den LKW schmeißen. Weil den Zaun brauchen wir ja nicht hier, sondern am neuen Stall. Kriegst du das hin? Ja, das sehe ich. Komm. Tisch. Guck mal, ich hab's sauber gemacht. Wow. Sieht aus wie bei Lisa. Fast. Schwer auf. Schwer. Brauchst du Hilfe? Ja. Schaffst du Hilfe? Danke für deine Hilfe. Immer gerne. So, alles dazu. Ja. Das ist der meditative Part hier. Jeder Isolator braucht mindestens eine Schraube. Zwei. Ja, die, ich sag ja auch mindestens. Okay. Die erste, um genau zu sein, braucht jeder zwei. Die erste drehen wir schon mal dran. Ganz flux geht, nachher die andere danach dran zu drehen. Mann, ich bin überhaupt nicht auf doppelte Arbeit. Nee. Ines ist noch ein bisschen am Meditieren. Frau Becker, macht alles gut? Ja, läuft super. Läuft super? Ja. Sie machen das ganz toll. Dankeschön. Ganz, ganz toll machen Sie das. So, der Rest ist gepackt. Papa hat den Treckerstart klar. Wo musst du da hin? Auf die Wiese. Ja. Rechte Seite, da wo das Haus ist? Nee, andere Seite. Gut. Papa fährt mit dem Träger, ich fahre mit dem Transporter und Ines kommt auch mit. Soll ich dir noch helfen? Ja, das wär mal eine gute Idee. Oh, es gibt ja nur noch einen. Super. Aber man kann jetzt nicht sagen, dass ich nicht hilfsbereit bin. Aber dann, wenn die meiste Arbeit schon gemacht ist, dann kommst du. Wir können ja auch gemeinsam die Sachen wieder reinpacken. Damit du das Gefühl hast, du hast auch was getan. Geil! Was sagst du was? Wir müssen noch Snacks kaufen. Ich hab Schokobrötchen. Ja, Schokobrötchen? Willst du eben Snacks kaufen? Ja, klar. Gib die Kehle. Nee, gib dir dann die Kehle, damit du Geld hast. So, wir sind angekommen. Das ist die erste große Wiese, die wir einzäunen. Eckpfähle haben wir schon liegen da, zum Hocken. Schauen wir zusammen. Da. Das sind die Eckpfähle. Die Zwischenpfähle sind da drauf. Und jetzt fangen wir erstmal mit den Ecken an, das ist eigentlich das Wichtigste. Und die blödeste Aufgabe. Was macht ihr da? Also die Frauen versuchen jetzt hier den Eckpfahl wegzubringen. Ines, das sieht ganz professionell aus. Fühlt sich nicht so an. Let's go!
Zum Glück hatten wir so viele Helfer an dem Tag, weil das war echt verdammt viel Arbeit. Und ich kann euch sagen, ich habe verdammt viele Schritte gemacht. Wir haben natürlich alles abgemessen, damit es nachher auch schön aussieht. Und zur großen Unterstützung kam Sarah natürlich dazu, unsere Moderatorin von Röckeners at Night. Und ich kann euch sagen, wenn Sarah dabei ist, dann wird der Tag immer lustig. Sarah hat hier die tolle Aufgabe übernommen und ist mit dem Quad durch die Gegend gefahren, um alles zu verteilen. Und sie war unser persönliches Taxi, damit wir nicht immer über diese ganze Wiese rennen mussten. Das war auf jeden Fall eine super Unterstützung und ich glaube, dadurch haben wir viel Zeit eingespart. Hast du das berechnen lassen oder hast du selber gerechnet? Ich habe selber gerechnet. Das war wirklich sehr früh morgens, dass ich das gemacht habe. Okay. Also, wir haben jetzt schon die ersten Eckpfähler gesetzt und sind jetzt gerade am Plan, wie wir diese Zwischenpfähler genau setzen. Und die liebe Yvonne ist auch da und hat die ehrenwerte Aufgabe von Ines übernommen, dass wir die Tieren. Ja. Wir haben gesagt, das ist gut für die Beruhigung. Ja, innere Ruhe. Innere Ruhe, genau. Ja. Ist doch schön, wie du da sitzt. Und fängt an, diese ganzen Muttern hier drauf zu schrauben. Ja. Weil das ist eine sehr aufhaltende Aufgabe. Ich mache jetzt schon mal die Ecken fertig. Und dann geht das mit dem ersten Zaunstück los. Und man muss sagen, es ist echt verdammt viel Material, was wir hier gekauft haben. Hier sind einfach noch mehr Isolatoren drin. Ich habe gerade so ein bisschen das Gefühl, dass ich zu viele Isolatoren bestellt habe. Aber ich muss auch sagen, es war sehr früh morgens, wo ich das gekauft habe alles. Von daher bin ich gespannt, wie das hier nachher aufgeht. Davon sind eigentlich ein bisschen wenig. Das ist die meditative Übung Nummer 2. Schrauben, Schrauben, Schrauben. Zwischen dem ganzen Schrauben war es natürlich wichtig, auch Pausen zu machen. Wir wurden bestens versorgt mit ganz viel Kaffee und vielen Leckereien, damit alle schön motiviert bleiben und frisch gestärkt sind für die nächsten Aktionen. So, es geht voran, es geht voran. Hier kommt noch ein Eckball hin. Auf der anderen Seite haben wir die kleinen Stickel auch schon stehen. Da kann schon wieder Litzelweg weitergehen. Ja, und wie es immer so ist, es dauert doch immer länger als gedacht. Aber ich will ja nicht fragen. Wir müssen erst mal abmessen, wo der hinkommt. Danke. Roten wir den mal ab. Wenn wir zum Glück mal zum Transporter noch von der Show. Türstrecke von Equimero gefunden, die eignet sich auch super, um Pfähle zu transportieren. Schön, das sieht gut aus. Jetzt ist Kaffeezeit. Lecker. Ja, was gibt's da Gutes? Karotte. Karotte, Zitrone, Nuss, das ist jetzt daran manipuliert. Genau. Wie wäre das noch bei dem TikTok? Lecker, lecker! Oder Bio-Leck. Ich habe mit Oma früher geguckt. Richtige Werbeopfer. Das darf halt auf gar keinen Fall da runtergehen. Halt mal fest. Halt mal so fest. Stell dich mal da vorne halt so fest. Ja, mein Problem. Der Deckel ist abgefallen. Und jetzt haben wir den Salat. Schmackofatz-Salat. Ich weiß nicht, ob der so Schmackofatz ist. Weiß es jetzt auch nicht. Nasi? Konzentriert hier. Spüle euch übrigens meine Finger nicht mehr. Aber egal.
Hauptsache den Pferden geht's gut. Nee, nee. Ja, noch mal ein Taxi? So, kleiner Zwischenstand. Es wird langsam dunkel. Es ist auch schon 20 vor 8. Krass. Die Zeit rennt so extrem. Aber ich muss sagen, ich bin ganz zufrieden. Also hier die komplette Wiese haben wir fertig. Auf der anderen Seite so gut wie. Die meiste Arbeit ist auf jeden Fall erledigt. Und jetzt machen wir noch den Rest. Hier wird schon aufgeräumt. Der liebe Timo ist auch schon da. Timo ist sehr gut darin, die Fehler auszurichten. Das machst du super. Richtig, danke. Und Sarah räumt ab. Räumst du auf? Hä? Räumst du auf? Nee, ich bringe jetzt die Stangen weg. Schön. Mit dem Quad von Timo aus Osnabrück. Das ist echt Timo aus Osnabrück. Und der hat ein ganz tolles Quad, womit wir heute schon sehr viel Spaß hatten. Oh Leute, und dann haben wir gleich der Grill angemacht. Hier brauche ich keinen Bock mehr. Aber let's go, den Rest schaffen wir noch. Hi. Guten Morgen, es geht weiter. Zaunbauklappe, die zweite. Dritte. Warum dritte, Melina? Hä, hey, weil wir so einen Samstagmorgen auch noch was gemacht haben? Ah ja. Zaunbauklappe, die dritte. Heute geht es um das Thema Hengstweide. Die jungen Hengste kriegen natürlich auch ihre Wiesen. Bei uns ist es wichtig, dass jedes Pferd rauskommt. Und hier werden wir jetzt direkt, wir drehen jetzt mal um, hier sind ja die Paddockboxen, die sind noch nicht fertig, die kommen jetzt auch fertig, dass die direkt von den Paddockboxen auf ihre Koppeln gehen können. Ja, und da fangen wir jetzt mit an. Pause. Die dicken Eckfehle sind gesetzt und jetzt kommt gleich der schönere Teil. Kunststofffehle und Litze ziehen. So, hier sind die ganzen Fehle. Die sind echt dick. Abgebrochen. Das habe ich mir schon fast gedacht. Ja, das ist echt schwierig mit diesen Bongossi-Fehlen. So, die ganzen Fehle stehen. Da sind überall jetzt Kunststofffehle und hier auf den Ecken die Bongossi-Fehle, aber die sind so fest, dass die Schrauben und so abbrechen. Das ist echt komplett krank. Ja, aber jetzt finde ich, das ist immer der schönere Teil. Die Rotoren setzen, Litze ziehen. Dieses Buddeln und Bohren, das macht mir immer nicht so viel Spaß. Ja, so sieht das aus hier. So, naja, ja, du kannst da ruhig durchlaufen. Das ist der Stallchef hier übrigens. Ja. Julian heißt er. Die werden dann öfters sehen. So, hier das erste Wiese. Die erste Wiese ist fertig. Wir haben hier nämlich in unserem ganzen Stall einen Special Guest, wir haben noch eine ältere Stute hier, die gehört zum Hof sozusagen. Ja. Und jetzt haben wir hier nebenan, die Pfähle stehen, die Isolatoren sind dran, morgen kommt noch der Rest Litze und dann ist fertig mit Weidezaunbau. Ich habe auch keinen Bock mehr, weil so viel Spaß macht das gar nicht. Es ist endlich geschafft. Die Wiesen hinter mir sind fertig, die großen Wiesen sind fertig, die Paddocks sind fertig. Also alles ist startklar. Die Pferde können jetzt endlich einziehen. Das seht ihr natürlich alles im nächsten Video. Den Einzug der Pferde, wie wir uns hier einrichten. Und für dieses Video lasst einen Daumen nach oben da, schreibt was Nettes in die Kommentare und abonnieren nicht vergessen.